Hallo und herzlich willkommen zur 259. Folge von Project Unstable 6. Hi. Ich habe letzte Folge vollkommen vergessen, dass wir einen Plan hatten für die Folge. Wir wollten nämlich eigentlich den Soulbinder und den Slicer Spice automatisieren. Eigentlich hatten wir das vor. Ich weiß nicht, warum wir es nicht gemacht haben. Aber wir haben es nicht gemacht. So. Deswegen machen wir jetzt diese Folge. Beide Sachen. Nee, nur das License Spice. Der Soulbinder, so rum. Der Soulbinder braucht ja Erfahrungspunkte. Der Vorteil ist, wir können die Erfahrungspunkte auch reinpumpen, deswegen können wir den super automatisieren. Ich glaube, das letzte Mal war das Problem, ich wusste nicht, wohin ich es packen will, ne? Weil ich mir unsicher war, ob ich es mit in den Keller packen will. Ob ich es hier irgendwo mit hinpacken will. Oder ob ich es nach oben packen will. Ich glaube, das war das letzte Mal das Dilemma so ein bisschen für mich. Wo ich das jetzt nun alles genau hinbauen möchte. Und das Problem ist, das Dilemma hat sich auch nicht unbedingt behoben. Ich bin der Meinung, hier wäre es vielleicht am besten, das hier praktisch in diese Seitenwand zu machen, sodass wir hier wie eine Art gerade Strecke haben. Das Ding würde ich einfach mal abbauen. Ich gucke mal ganz kurz, wie es mit Silikon aussieht bei uns. Wir haben 3000 noch was Silikon. Ist okay. Ich baue erstmal das Ding hier weg. So. Gut. Packen wir das einmal hier rein. Braucht man nicht erstmal bei zu haben. Und dann würde ich sagen, wir packen das hier an die Seite, dass wir hier den Soulbinder und den Slice and Spice dran basteln. Das einzige Problem ist natürlich, wir brauchen eine Menge Strom. Hier oben haben wir Strom. Ich muss nur mal gucken, wie wir hier rankommen. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, hier einfach mit dem Kabel nochmal runterzugehen. Das funktioniert, das ist gut. Das heißt, wir können hier in der Mitte einfach nochmal ein Kabel runtergehen, wenn wir die Channel bräuchten. Hier haben wir 4 Channel in Benutzung, hier haben wir 7 Channel in Benutzung. Okay, das heißt, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir da nochmal irgendwie hier nach unten weggehen. Vielleicht mit einer anderen Farbe oder sowas. Muss ich mal gucken, wie wir das irgendwie schön hinbekommen. Nun gut, aber ich hätte gesagt, wir bauen das mal hier hin. Und wir gucken einfach mal, wie wir das hinkriegen. Dafür brauche ich erstmal die beiden Blöcke. Da beide RF benutzen, ist es gar nicht so problematisch, die beiden irgendwie zu nutzen. So. Ich würde mal sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir da erstmal irgendwie den Strom nochmal vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Ich weiß gar nicht, wir haben im Moment, glaube ich, Signalum. Jo. Wir haben im Moment Signalum. Und das Signalum-Kabel geht im Moment von hier hinten. Ja. Es wird irgendwann mal Zeit, das definitiv zu upgraden, dass wir hier wirklich mal auf noch ein stärkeres Kabel gehen, dass wir von Signalum nochmal eine Stufe hochgehen und wirklich auf was extrem Gutes kommen. Das Interface hier ist einfach nur dafür da, dass der Cobblestone reinkommt. Jo. Okay, das heißt, das ist vollkommen sinnlos. Interessant. Okay, gut zu wissen. Flax sagt, ich will mal ganz kurz gucken, wie viel wir haben. Wir haben 17 Resonant. Das wären 3200. Die Cryo Stabilized. Mal gucken, ob wir 100 machen könnten. Nö. Uns fehlen Eimer, uns fehlen Blaze Rods. Ja, also 100 könnte man nicht machen von den Dingern. Gut, ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wollte ich eh eigentlich nicht unbedingt. Die Frage ist nur Conduits, ne? Wir haben ja noch diese Conduits, die Ender Conduits. Wie viel kann ich da? Brauche ich da? Ganz kurz gucken, was ich brauche. Okay, also nur flüssiges Enderium, Redstone und den da. Okay, super. Ich dachte jetzt, ich brauche da noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diese Conduits, glaube ich, machen. Ich werde einfach mal 50 bestellen. Wenn ich machen kann, ich weiß nicht. Das passt sogar. Sind nur. Ach nee, wir haben 14.000 Beizen, jetzt kriegen wir nicht hin. Doch, wir können es auf eine CPU packen. Oh, es passt gerade so. Wir haben stimmt, wir haben 16k. Ja, wir können das machen. Wunderbar, dann probieren wir es einfach mal. Und lassen das Ding jetzt einfach mal einen Haufen zerbersteln hier. Wenn sich's verrennt irgendwie, dann wissen wir Bescheid. Stahl haben wir noch. Stahl haben wir noch 200. Gut, wunderbar. Und dann können wir nämlich hierhin vielleicht mal den ganzen Strom upgraden. Dann kommen wir auf eine 4000er Leitung. Also praktisch, wir haben dann mehr Strom, als das Ding hier outputten kann. Und theoretisch auch inputen, was es schwierig macht. Das heißt, das Ding müssten wir dann nochmal upgraden. Apropos, habe ich noch ein Upgrade? Ich habe noch ein Reinforced Upgrade. Wunderbar. Dann truff damit. Und das Ding mal auf 9000 geschraubt.
Dann haben wir nämlich genügend Output für alles, was wir jetzt hier machen wollen. Dann können wir hier hinten schön das High Voltage hinlegen, weil das werden wir dann brauchen. Ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil der Strom einmal hier nach unten geht und einmal hier nach unten geht. Wenn wir hier vielleicht High Voltage haben im 4000er Bereich, das ist dann das, ich weiß gar nicht, ich glaube doppelte an der Stromkapazität, doppelte, genau. Super. Gut, dann würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal darum, dass wir jetzt das irgendwie anschließen. Also, wir brauchen im Endeffekt zwei Sachen. Wir brauchen einen ME-Zugang für einen Exportbus, für einen Fluid-Exportbus, damit wir unsere Liquid-XP in den Soulbinder reinbekommen. Entsprechend der Menge, die wir brauchen. Das License-Bus braucht im Endeffekt nur ein normales Interface und das andere braucht nur ein Interface. Das heißt, wir brauchen zwei Interface. Und dann entweder ein Fluid-Interface oder wir machen uns irgendwas, was mit Exportbus. Wo ich jetzt gerade am gucken bin, weil das hier ist ja unser kleines Subnetzwerk, was wir haben, aber das ist voll, ne? Ja, das ist voll, genau. Das heißt, da kann ich nicht ran, okay. Dann würde ich erstmal einen normalen Exportbus machen. Also, wir kümmern uns mal drum, dass wir jetzt erstmal so irgendwie anschließen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal irgendein Kabel. Ziehen das einmal hoch. So, weil wir brauchen definitiv noch einen Anschluss, weil das Kabel geht nach unten und unten könnten noch mehr Interface drankommen. Oder werden wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich noch Interface drankommen. Moment, ich brauche mal das Ding. Nein, das Ding. Ganz kurz, wir brauchen das Ding. So, okay, kurz initialisieren lassen. Zack. Und damit ist das jetzt alles einmal quer verbunden. Und ich würde sagen, wir machen hier auch mal noch eine andere Farbe draus, kurzzeitig. Machen wir es mal schwarz. So. Gut, und damit haben wir jetzt hier unseren Strang nur dafür. Gut, dann würde ich sagen, wir kümmern uns mal darum, dass wir jetzt alles aufbauen. Also wir brauchen, wobei hier hatten wir noch einen Channel übrig, ne? Aber hier kommt nichts weiter dran. Oder, ich muss mal ganz kurz gucken. Das geht nochmal nach hier hinten. 3, 6, 7. Eigentlich kommt da gar nichts mehr dazu. Also einen Channel hätten wir hier noch sogar frei in dem Netzwerk. Okay, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt mal die Interface. So. Es müssen leider wahrscheinlich flache Interface werden, weil das hier sonst nicht besser geht. So leid es mir tut. Und so ungern ich das mache, aber es muss da sein. So. Einmal das. Und dann würde ich sagen, ich niese einmal. Oh Gott. Entschuldigung. Dann brauchen wir noch einen Fluid-Export-Bus. Möchte ich jetzt doch da vielleicht ein Ding hier dran setzen oder nicht? Oder schon? Oder vielleicht? Oder ich weiß nicht. Mal ganz kurz nochmal überlegen. Aber warte mal, wir hatten hier, wie viele Channel hatten wir hier in Benutzung? 4 von 8. Das heißt, wir haben auch 4 Channel frei. Ich muss mal ganz kurz gucken. Moment, 4 Channel waren, glaube ich, genau die Anzahl. Um 1, 2, 3, 4, genau. Das wären genau 4, um hier für eine, dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Aber die Parallelisierung funktioniert leider bei den Terminal Expansion Maschinen nicht. Stimmt, das heißt, ich müsste es ja eben mit Crate-Automatisierung machen. Stimmt, das heißt, eigentlich kommt kein Channel dazu. Ich sollte es machen können. Gut. Wir probieren es einfach mal. Ich würde das auch nach vorne abschließen lassen mal. Wir gucken mal ganz kurz, dass wir das irgendwie schön schon mal grob planen können. So, also wir brauchen einen Stromanschluss. Den haben wir hier. Und wir brauchen im Endeffekt einen E-Anschluss. Den haben wir hier. Das heißt, ich würde sagen, wir platzieren die Dinger erstmal hier so an der Seite irgendwie. Und das Ding platziere ich mal so. Dann sieht das ein bisschen schöner aus wegen der Außenwand hier. So. Das heißt, wir haben einmal den Soulbinder und wir haben einmal den Slice and Spice. Der Soulbinder braucht, wie gesagt, zwei ME-Anschlüsse. Das heißt, hier muss ich immer gucken. Ich würde sagen, das machen wir dann einfach von unten vielleicht. Das letzte Ding. Weil hier haben wir eh noch ein Kabel übrig. Da können wir nochmal sagen, wir packen da nochmal irgendwas dran. Kann ich sogar ein großes Interface nehmen. Machen wir das mal kurz weg. Weil der Strom soll von der Mitte kommen, wenn möglich. So, und dann muss ich nochmal gucken. Habe ich noch einen Cover? So, eins brauche ich, genau. Das einmal hier dran. Nicht Cover, fast. Warum verwechsel ich die beiden jedes Mal? Fassad. Ich brauche das Ding. Nur, dass man es dann von hier vorne
so ein bisschen dahinter noch was hat. Dass es ein bisschen abschließt vielleicht. Und dass man nicht durchgucken kann. Und dann brauchen wir im Endeffekt noch ein Interface. Quark, das ist genau das Falsche. Wir brauchen einen Export-Bus. Fluid-Export-Bus, um genau zu sein. Und dann brauche ich mal einen Eimer. Habe ich keine Eimer mehr? Ah, die sind wahrscheinlich gerade im Crafting, ne? Ja. Was macht der gerade? Titanium-Dust? Okay, alle anderen Dust hat er schon soweit fertig. Ja, das scheint zu werden. Es dauert zwar ewig, aber es wird was. Da muss ich hin. Und zwar einmal Liquid XP mitgenommen. Damit wir das Ding kurz konfigurieren können. So. Steckt der Zombie wieder da draußen an der gleichen Stelle? Wie kommt ihr immer hierher? Irgendwas sorgt dafür, dass die Viecher hier spawnen. Ich weiß noch nicht, was und wo es ist. Aber sie spawnen hier. Okay, so, wir haben jetzt mal den einmal Liquid XP. Das heißt, wir können das da oben erstmal anschließen. Und können dafür sorgen, dass wir hier exportieren wollen. Zack und zack. Damit ist das gesetzt und wir kriegen jetzt die XP rein. Er benutzt keine, solange kein Rezept im Endeffekt angefangen ist. Von daher ist das schon mal gut. Das Ding verbraucht im Moment sogar nur 2000 pro Tick. Das heißt, das funktioniert auch komplett. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal sage, ich mache mal Flachs. Was ist gerade passiert? Da hat sich Minecraft beschlossen. Access Violation. Ach du meine Güte. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert und ich nicht wieder abstürze. Ich habe mir jetzt schon mal die Flagstacks rausgenommen aus dem ME-System, weil, ja, ich hatte jetzt keine Lust drauf, nochmal zu crashen. So, das ist im Endeffekt alles, was wir machen müssen. Das noch. Wir brauchen noch hier ein Interface dran. So. Und das Interface ist okay. So. Wir müssen das noch konfigurieren hier. Und zwar einmal braucht das Ding nochmal einen Push. Und das Ding hier unten braucht auch einen Push. Super. Genau. Das heißt, es bekommt praktisch von hinten das Zeug immer rein über die Interface und gibt dann einfach nach hinten wieder aus. Fertig. Problem gelöst. Automatisierung abgeschlossen. Yay. So, das Ding hier oben verbraucht 452. Okay. Das ist vollkommen im Rahmen. Es sind mittlerweile übrigens die... Ups. Die Enhanced... Nee, nicht die Enhanced. Die Conduits, die Ender Energy Conduits sind alle fertig. Das heißt, wir könnten das dann auch upgraden, aber ich mache jetzt erstmal fertig. So. Das ist falsch konfiguriert, sehe ich gerade. Wobei, nee, Moment. Oder? Ja, na doch. Moment, wir müssen das mal konfigurieren. Wir wollen nicht hier hinten pushen. Wir wollen nach unten pushen. So. Perfekt. So. Rest können wir dann per unserem schönen Interface-Terminal machen. Gut. Das haben wir. Jetzt brauche ich im Endeffekt ja nur noch die Rezepte. Das heißt, wir müssen nur noch was machen, was wir praktisch dann irgendwie zusammenpacken können und kriegen ein Rezept raus. So. Also, wenn wir mal gucken. Wir brauchen Crystal. Und zwar Ender Crystal. Und dafür brauchen wir einen Soulvial und einen Vibrant Crystal. Also Vibrant Crystal. Und Soulvial mit Enderman. Soulvial mit Enderman. So, okay. Vibrant Crystal. Müssen wir ganz kurz warten. Ist da schon wieder ein... Ich frag mich, wo die herkommen. Spawnen die durch Zufall in der Nähe wegen dem... Ach, verdammter Mist. Wegen dem Villager, oder? Verdammt, ich hab alles natürlich eingesammelt. Zack, zack. Macht der Villager, dass in der Nähe Zombies spawnen können? Also direkt in der Nähe und dann die ganze Zeit versuchen, zu dem Villager zu kommen? Irgendwie erscheint mir das trotzdem komisch. So. Da. Zack. Und das kommt dann einmal hier hin. Wir können mal ganz kurz testen, wenn wir das jetzt beides zusammenpacken. Sollten wir sehen. Achso, wir müssten... Das ist im Moment das L. Wir müssen es aufeinander setzen, glaube ich. Genau. Jetzt kriegt er die XP rein.
Wie gesagt, das kommt halt über einen Export-Bus, dauert einen kleinen Moment, nach und nach. Wir sehen, es sind zwei Level. Gleich sind es drei. Genau, und wie gesagt, der Export-Bus läuft ja erstmal immer langsam an. Der ist ja relativ langsam. Acceleration-Cards habe ich leider nicht mehr. Okay, wir machen das definitiv anders. Hab ich gerade beschlossen. Wir nehmen ein Interface und wir buffern. Flaches Interface. So, machen das einmal so. Und dann buffern wir Liquid XP direkt drinne, weil das geht immer schnell und wir machen hier einfach einen Pull. Fertig. So, Problem gelöst, hoffentlich. Wir gucken mal, ob wir es. Ups, nee, falsch. Da muss ich hin. So. Wir gucken mal, ob wir es autocraften können. Ender Crystal. Wunderbar. Das einmal hier rein. Und da können wir auch sagen, dass wir gerne wieder eine Soul Wire am Ende rausbekommen wollen. So. Und dann brauchen wir den Soul Binder. Einmal das Ding rein. Und wenn wir jetzt sagen. Okay, das ist doof. Moment. Wir tauschen mal ganz kurz die Flasche, dass die unten drunter ist. Damit wir sehen, dass es der Ender Crystal ist. Das mit der Flasche ist in der Hinsicht nur wichtig. Was mache ich denn? Damit er einfach nur nicht. Wenn wir beispielsweise jetzt mal 100 Mal das Rezept beispielsweise machen, dass er nicht 100 Soul Vials dafür reserviert, sondern dass er weiß, okay, ich bekomme die wieder. Das heißt, ich kann auch das praktisch wiederverwenden. Das heißt, ich mache eins und dann bekomme ich es wieder und kann es nochmal verwenden und so weiter. Wenn er beispielsweise nicht weiß, wie er manche Sachen craftet oder so. Das heißt, wir sollten jetzt in der Lage sein zu sagen, Ender Crystal, ich möchte gerne einen craften. Go. Und er sollte jetzt alles craften, was wir irgendwie brauchen. Genau, er macht jetzt das Vibrant Alloy. Zack, damit er praktisch diesen Vibrant Crystal machen kann. Er ist immer noch dabei beim Scheduling von der Soul Vial. Das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern, weil hier unten das Ding relativ langsam ist, ne? Er hat es noch gar nicht reingepackt. Also er macht. Ja, stimmt, wir haben keine Co-Processing. Stimmt, also wir haben ja nichts mit Co-Processing. Das heißt, er sollte jetzt. Push. Moment, wohin pushst du? Hinten zum Interface, genau. So, auf ein drittes. Hi. Also, es funktioniert nicht. Musik an. So, es scheint nicht zu funktionieren. Ich weiß noch nicht genau, was das genaue Problem ist. Er scheint nicht reinzupacken in den. Okay, ich muss auf Push-Pull stellen. Alles klar. Okay. Gut, dann müssen wir das bei den oberen Dingern dann auch machen noch. Ja. Gut, das Ding frisst natürlich jetzt allen Strom auf einmal weg. Gut, aber das kann ich jetzt nicht unbedingt großartig noch verändern. Es geht ja trotzdem relativ schnell. Die Zahl geht auf jeden Fall relativ schnell hoch. Wenn es einen Moment dauert, dauert es einen Moment. So. Wir kümmern uns jetzt trotzdem erstmal drum. Ich habe jetzt nochmal eine Sache gemacht gehabt, weil ich dachte, dass es das Problem war. Ich habe aus dem Crystal, habe ich jetzt nochmal die Soul Vial rausgenommen gehabt. Vorerst im Crafting-Rezept, einfach nur um sicher zu gehen. Aber ich glaube, das war nicht das Problem. So, das Ding müssen wir auch dementsprechend noch konfigurieren, dass es Push-Pull ist. So, und ihr seht, jetzt sammelt er relativ schnell schon die XP sogar ein. Weil er es einfach hier aus dem Interface nimmt. Und er ist fertig, er outputtet, das Rezept ist fertig, wunderbar, wir haben den Slice and Spice automatisiert. Schön! So, nicht den Slice and Spice, warum sage ich mal Slice and Spice? Den Soulbinder. Kümmern wir uns jetzt um den Slice and Spice. Der Slice and Spice ist ja eigentlich in der Hinsicht einfacher, weil wir brauchen keine Rezepte, wir brauchen halt nur Schere und eine Axt. Und dann brauchen wir im Endeffekt halt nur die ganzen Sachen, die ganzen Köpfe, die ganzen anderen Sachen, um das halt irgendwie zu machen. Das heißt, wir gucken mal, kann ich das Rezept, was hier drin ist, auch rein konfigurieren? Nein, kann ich nicht. Okay, also wir brauchen, fangen wir mal an mit Tormented Enderman Head, würde ich sagen. Also Head, Enderman Head, Ender.io. Wir brauchen. Ach nee, der Resonator ist es ja eigentlich. Entschuldigung. Das heißt, wir brauchen Solarium. Zwei Stück. Huch.
Okay, hat da irgendwie geklickt gerade. Zwei. Zwei Solarium. Wir brauchen noch Silicon Wafer. Zwei Stück. Und wir brauchen noch ein Vibrant. Huch. So. Genau. So, dann können wir auch noch diese Logic Controller, können wir uns die ganzen Controller und so weiter mal machen und dann können wir uns das alles autocraften. Wir brauchen noch eine Möglichkeit, um besser an Zombie-Köpfe zu kommen, fällt mir jetzt gerade auch wieder ein. Das heißt, wir müssten eigentlich dieses, ich weiß nicht, hatte unser Schwert Beheading? Nee, ne? Das, was wir hinten im Killer Joe haben, das hatte kein Beheading, glaube ich. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. So, wir gucken mal ganz kurz eins davon. Achso, ich muss das Rezept auch noch mal reinlegen. Solarium. Und Silicon. Und Enderman Head. Wir haben ja mittlerweile ein paar Enderman-Köpfe, das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, einmal alles rein. Flup. Einmal durchslicen lassen, wunderbar. Geht auch wieder zurück. Das heißt, wir können hier mal sagen, Resonator. End Resonator, Encode und dann packen wir das gleich mal rein in den Slice and Spice. Wunderbar. Und einfach nur, weil wir es können, wir probieren es einfach mal ganz kurz nochmal aus. Sollte eigentlich ganz schnell jetzt gehen. Arbeitet er? Nein. Ist er fertig geworden jetzt in dem Moment? Nein. Okay, er packt es nicht rein. Habe ich das Ding auch schon konfiguriert gehabt? Nein, habe ich nicht. Push-Pull. Wunderbar. Gut. Gut, dass wir drüber geredet haben und getestet haben. Gut. Der End-Resonator ist gar nicht so teuer, wenn man einmal die ganzen Sub-Sachen hat. So, dann brauchen wir noch C-Logic. Ich würde sagen, wir nutzen einfach mal das Ding und packen da jetzt mal Zombie-Head rein. Solarium nehmen wir mal mit. Könnte ich noch ein bisschen was machen vielleicht. Silicon nehmen wir mal mit. Ein bisschen was. Redstone nehme ich mal ein bisschen was mit, weil ich glaube, das war auch noch was, was sie brauchten, ne? Genau. Anstatt dem ist hier ein Pratschen und Redstone. So. Ich nehme trotzdem mal ein bisschen Solarium noch mal mehr mit, weil wir brauchen ein paar Rezepte, wir brauchen ein paar also finale Items. Wir brauchen noch dann Rotten Flash jetzt. Rotten Flash, wir brauchen Skelettkopf. Und das war das. Zack, 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 zack. Und damit haben wir schon mal die ganzen Sachen, die wir jetzt für die Rezepte brauchen. Das heißt, hier kann ich mal sagen, minus Logic, genau. So, Encode. Einmal in den Slice and Spice. Zack. Und dann machen wir das gleiche nochmal mit dem Skelett. Also Skelettkopf rein. Huch. Zwei davon. Solarium war trotzdem da, ne? Genau. Solarium waren zwei. Zwei, zwei. Und ein Silicon. So rum war's. Genau. Achso, nee, falsch. Das Ding brauchen wir. So. Und dann wieder Slice and Spice und das einmal reingepackt. Wunderbar. Ach, das ist schön. Schön, wie das alles langsam funktioniert und zusammenkommt. So, jetzt wollte ich mal gucken. Ein Sentient Ender. Wofür brauchen wir das? Für ein paar Sachen. Okay, wäre vielleicht gar nicht so doof, das mal beizubringen. Aber wir brauchen eine Witch dafür. Okay. Hatten wir einen Spawner? Ne, wir hatten nur eine Witch gefangen, ne? Wir brauchen noch einen Witch-Spawner. Dafür. Für den Franken-Zombie brauchen wir einen Zombie-Spawner noch. Und dann haben wir noch Zombie-Electrode. Die brauchen wir nur für den Zombie-Generator. Das ist nicht wichtig. Okay. Gut, damit haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Sachen. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob im Slice Spice noch was anderes war. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles, was wir brauchen. Genau. Ist nicht ganz so viel. Der Soulbinder hat noch ein bisschen mehr Funktion. Vor allem, weil wir ein paar mehr Sachen damit machen können, was jetzt zum Beispiel Crystal angeht, weil wir können den Enticing Crystal machen. Dann brauchen wir einen Villager für. Ender Crystal haben wir ja schon. Prescient. Wir brauchen wir Schalker dann. Das könnten wir auch automatisieren. Wir haben Schalker auf jeden Fall. Franken-Zombie, Sentient Ender brauchen wir auf jeden Fall irgendwann. Das heißt, wir brauchen mal einen Witch-Spawner. Und der Rest ist relativ egal. Soul-Item-Filter ist jetzt nicht ganz so wild. Und Big-Soul-Item-Filter ist auch nicht ganz so wild. Gut. Dann hätte ich nämlich jetzt gesagt, wir kümmern uns jetzt nochmal drum,
Beziehungsweise, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit jetzt diese Folge. Gut. Jetzt überlege ich gerade kurz, was wir stattdessen machen. Wollen wir noch Kabel verlegen oder wollen wir erstmal. Moment. Gut, gut. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir werden jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen Strom abzwacken. Ich knall das mal weg. Oh, das funktioniert ja wie ein Traum. Wenn ich Shift rechts klicke, platziert er das neue Ding direkt hin. Oh, ist das schön. Oh, ich liebe das gerade. Das macht richtig Spaß so. So. Also so macht das Spaß, die Sachen zu replacen. So, dann muss ich hier nochmal gucken, dass ich hier mal vielleicht noch einen Capacitor dazwischen packe. Habe ich noch einen HV? Nee. Ich hoffe, die Energie reicht noch, die in dem ganzen Zeug ist, damit ich das einmal craften kann noch. So. Na. Danke. So. Und dann haben wir das fertig. Dann gehen wir mal nach unten. Achso, kann ich nicht. So, das Ding kann ich auch mal ganz kurz ersetzen mal. So, und das Ding mache ich mal auf. Au! Ich meine, eigentlich soll das nicht so ausmachen, aber ich mache es mal nur auf Extract. Damit wir klar die Anfangs- und Endpunkte definieren. Achso. Ach, verdammt. So, okay. Und dann hier haben wir ein MV. Genau. Ich mache trotzdem mal ganz kurz das hier erstmal weg. Gucken mal ganz kurz. Hier haben wir ein HV. Genau. Ich würde sagen, wir machen mal den HV auch mal hier noch zur Seite mit raus, dass er mit an den Computer gehen kann. Dafür brauche ich mal ganz kurz den Beutel. Und dann muss ich mal gucken, dass wir das Ding hier zu einem Output machen. Genau. Und dann gehen wir hier oben rein. So. Verdammt. Jetzt habe ich mich selber blockiert. So. Du. So. Wunderbar. Und das Ding stellen wir jetzt einmal auch nochmal auf Insert, damit wir da nichts weiter machen. Und unten gucke ich jetzt mal, dass wir vielleicht nochmal das Kabel doch mal ein bisschen schöner machen. Nein, wir haben keinen Strom mehr, ich wusste es. Verdammt, meine ganze Statistik ist jetzt weg. Ah, ich wusste, ich habe Stromverlust gehabt, verdammt. Ah, das ist nervig. Ich hatte so eine schöne Statistik. Ach Mann, okay. Ich hätte jetzt mal gesagt, verbinden sich die Conduits? Nein, tun sie gar nicht. Ungünstig. Okay, dann machen wir mal einen Capacitor. Ein LV-Capacitor reicht vollkommen aus. Wir konfigurieren den mal vor. Unten möchte ich gerne einen Output haben und auf der Seite einen Input. Dankeschön. Falsch rum. Gerade genau falsch rum. Output, Input. So. Und dann kommt das Ding mal hier hin. So. Lass mal aus alles. Hier, das brauchen wir nicht. Nur, dass erstmal der Strom nach runter geht. Und dann kümmern wir uns mal hier drum. Dass wir das Ding auch mal zu einem Input konfigurieren. Und dann kommt hier die Conduit hin. Super. Wunderbar. Das Ding füllt sich wieder auf. Das Ding füllt sich auf. Klasse. Das heißt, das funktioniert schon mal. Dann. Achso, beziehungsweise hatte ich jetzt. Na, wir haben schon wieder ein bisschen was dazu bekommen. Ist gar nicht so klein, die Statistik. Trotz, dass wir gerade erst das Ding wieder angeschaltet haben. Ja. So, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal die grundlegendste Versorgung fertig. Hier ist halt noch ein großer Batzen. Wo ich glaube, die 13 reichen nicht mal unbedingt aus, die ich jetzt habe. Um das alles zu verkabeln. So, okay. Gut, jetzt nochmal ganz kurz, dass wir es so fertig machen. So, einmal das alles weg. Heute ist wieder so ein Tag, wo nur gecuttet wird anscheinend. Und theoretisch möchte ich gerne bei allen trotzdem sagen, einfach weil ich es persönlich besser finde, wenn man nicht
Endpunkte hat, die in beide Richtungen gehen sollen, wenn klar definiert ist. Das hier ist ein reiner Insert-Punkt und kein Output-Punkt. So, wunderbar. Okay, damit ist das jetzt schon mal auf High Voltage. Also auch wirklich jetzt ja unserem 4000er. Der Igneous Extruder gefällt mir nicht. Den müssen wir mal umstellen woanders hin. Wahrscheinlich auch mit darunter irgendwie. Hier hinten ist ja noch Platz. Dass wir ihn irgendwie auf das Interface stellen und dass er da einfach nur die ganze Zeit Cobblestone produziert. Ich glaube, das wäre gar nicht so doof, wenn wir das machen. Aber das können wir nächste Folge machen. Ich bedanke mich nämlich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Tschüss, auf Wiedersehen. Das nächste Mal dann hoffentlich ohne so viele Cuts. Und ja, gut, dann jetzt wirklich erstmal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.